Ein neuer Fall für Sherlock Bones. Trudi Müller wurde auf offener Straße bestohlen. Alles ging so schnell, sie kann sich kaum an etwas erinnern. Nur ein Detail geht ihr nicht aus dem Kopf. Eine Fläche mit drei Seiten und drei Winkeln. Bones, der Profidetektiv, weiß sofort, dass es sich hierbei um ein Dreieck handeln muss, bei dem die Summe der Innenwinkel immer 180 Grad beträgt. Doch der Detektiv benötigt mehr Details. Also hypnotisiert Bones die alte Dame und entlockt ihr weitere Einzelheiten. Kein Winkel des Dreiecks war größer als 90 Grad. Bones schlussfolgert, dass das gesuchte Dreieck nicht stumpfwinklig sein kann. Denn stumpfwinklige Dreiecke haben einen Winkel größer als 90 Grad. Zusätzlich maß einer der Winkel exakt 90 Grad, also muss es sich um ein rechtwinkliges Dreieck handeln. Zuletzt waren zwei der drei Seiten gleich lang. Das heißt, gesucht wird ein gleichschenkliges, kein gleichseitiges Dreieck. Reichen Bones diese Indizien, um den Fall zu lösen? In seinen Auftrag versunken, versucht sich Bones die Dreiecksarten und deren Eigenschaften ins Gedächtnis zu rufen. Lass uns dem Meisterdetektiv dabei auf die Sprünge helfen. Dreiecke kann man anhand ihrer Winkel klassifizieren. Bei stumpfwinkligen Dreiecken ist ein Winkel größer als 90 Grad, bei spitzwinkligen alle Winkel kleiner als 90 Grad. Gleichseitige Dreiecke haben drei 60-Grad-Winkel, rechtwinklige Dreiecke haben einen 90-Grad-Winkel. Dreiecke können auch anhand ihrer Seitenlängen unterschieden werden. Je größer ein Innenwinkel ist, desto länger sind die Seiten. Bei einem unregelmäßigen Dreieck sind alle Seiten verschieden lang. Gleichschenklich bedeutet, zwei Seiten sind gleich. Gleichseitig heißt, alle Seiten sind gleich lang. Schlechte Nachrichten für Bones. Das bedeutet, dass einige Dreiecke in mehr als eine Kategorie passen. Es gibt fünf Verdächtige, die auf Trudis Beschreibung passen. Kann Bones den Täter unter ihnen finden? Per Ausschlussverfahren versucht Sherlock Bones, den dreisten Dieb zu identifizieren. Auf der Krawatte vom Verdächtigen Nummer 1 befindet sich ein Dreieck. Einer der Winkel misst 110 Grad. Damit ist es größer als 90 Grad und somit stumpfwinklig. Um ganz sicher zu gehen, überprüft Bones noch einmal die Beweislage. Das Dreieck auf der Krawatte kann den gesuchten 90-Grad-Winkel nicht beinhalten. Die Summe der Innenwinkel wäre dann nämlich größer als 180 Grad. Bei dem Dreieck sind zwei Seiten gleich lang. Das Dreieck ist damit gleichschenklich und nicht gleichseitig. Aber da nicht alle Kriterien erfüllt sind, lässt Bones den Mann laufen. Verdächtiger Nummer 2 trägt einen dreieckigen Spitzbart. Hierbei sind alle drei Seiten gleich lang, weshalb alle Winkel 60 Grad messen. Das Dreieck ist also spitzwinklig, nicht stumpf oder rechtwinklig. Außerdem ist es ein gleichschenkliges, aber auch gleichseitiges Dreieck. Unschuld bewiesen. Verdächtige Nummer 3 trägt einen dreieckigen Anhänger. Einer der Innenwinkel misst 50 Grad. Die übrigen beiden sind gleich groß. Da die Summe der Innenwinkel 180 Grad betragen muss, sind alle Winkel kleiner als 90 Grad. Das Dreieck ist nicht stumpfwinklig, sondern spitzwinklig, aber nicht rechtwinklig. Die übrigen Winkel betragen je 65 Grad. Somit sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang. Der Anhänger ist also gleichschenklich. Verdächtige Nummer 4 glänzt mit einem, Haarband. Kein Winkel ist größer als 90 Grad, weil es einen rechten Winkel gibt. Da alle Seiten unterschiedlich lang sind, ist es ein unregelmäßiges, also nicht gleichschenkliges Dreieck. Sie ist unschuldig. Beim letzten Verdächtigen guckt ein dreieckiges Taschentuch aus der Jacke. Bones denkt nach. Zwei Winkel sind 45 Grad. Winkel Nummer 3 muss also 90 Grad betragen. Das Dreieck ist rechtwinklig, nicht stumpfwinklig. Zwei gleich große Winkel bedeuten zwei gleich lange Seiten. Das Dreieck ist also gleichschenklig, nicht gleichseitig. Unglaublich! Das ist der entscheidende Beweis. Der Täter ist gefasst. Aber was hat er der alten Dame eigentlich gestohlen? Oh, ihr Herz.